Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge meiner Planetary Annihilation Online Battles. Diesmal auf einem ganz anderen Planeten, wo wir wahrscheinlich mehr auf Landeinheiten setzen müssen. Ich freue mich schon drauf, ich hoffe, ihr euch auch. Wir schlagen heute eine Schlacht gegen den Single Leap. Ich glaube, den haben wir schon mal gespielt, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall wird es eine lustige Schlacht. Ich freue mich drauf und hoffentlich werden wir das Ding diesmal wieder mit nach Hause nehmen. Wir sind ja noch in der Phase, wo wir unseren Rang bestimmen müssen, deswegen sind die Gegner wahrscheinlich immer noch ein bisschen leichter. Ich glaube, wenn wir unseren Rang haben, dann wird es wirklich knifflig. Gut, okay, legen wir los. Ich baue wieder anfangs eine Air Factory, weil ich damit jetzt ganz gute Erfahrung gemacht habe. So. Danach bauen wir hiervon ein paar. Dann bauen wir ein paar Bot Factories, und zwar 3 Stück. Und dann wieder hiervon ein paar. Dann Vehicle Factories, eigentlich im Grunde meine ganze Strategie, die ich schon vorher hatte. Dass wir jetzt anfangs eine Air Factory bauen. So. So, und danach bauen wir mal ein bisschen Air Factory wieder. Super. Das läuft soweit ganz gut. Wenn wir weiter so machen, dann sind wir relativ schnell soweit, dass wir da auch die Kontrolle bekommen. Hier anfangs mal ein paar Hummingbirds bauen, dann noch Bomber. So. Bauen wir mal den hier. Dann bauen wir die hier drüben. So, zack. Dann hier ein bisschen. Und hier ein bisschen. Und hier. Wir haben halt wirklich den Speed-Vorteil, den ich mir jetzt hier gerade quasi gönne. So. Du baust von hinten an. Da legen wir los. Dass sie sich entgegenkommen quasi. Das ist so mein Ziel, da habe ich halt schneller auch die weitere wegliegenden Metallposten erobert. Dann bauen wir hier drüben noch ein bisschen und hier drauf wäre noch ganz nett. Super. Okay, du bist fertig, dann bauen wir mal ein bisschen Radaranlagen. Einmal hier hinten bitte, dann hier drauf und hier hinten nochmal. Wirklich überall ein bisschen Radar, was super ist. Ja, es geht relativ flott hier mit dem Ausbau. Jetzt verlieren wir gleich wieder weiter Metall. Ja, genau, deswegen. Okay, bauen wir hier einfach mal ein paar Docks. Zwar im Continue-Mode. Euch balte ich mal als Reserve noch ein bisschen. Schick dich mal hier rüber. Ja, wir müssen schnell die Metallressourcen ausbauen. Die sind besonders wichtig. Und da sieht man schon, er setzt auch auf Flugzeuge. Anfangs. Sehr gut zu wissen. Jetzt kommt auch ein Hummingbird von mir. Das ist auch gut. Ich weiß nicht halt, was er macht. Der ist ein bisschen aggressiver, das finde ich schön. Dann scoutest du mal. Ich wette, er ist hier drüben. Super, schicken wir dich mal hier rüber. Der ist flott, ey. Der ist wirklich flott. So, greifen wir hier drüben an, bitte. Den schalten wir uns einfach mal aus hier. Okay, euch werde ich jetzt vergessen hier. Wir bauen euch im Continue-Mode. Weiter. So, euch schicken wir hier rüber. Bauen wir jetzt mal schnell davon ein paar weiter. Euch schicke ich mal hier rüber, bitte. Also, das schicken wir jetzt mal hier hin, bitte. Und jetzt bauen wir noch mal ein paar Docks weiter. Wir müssen hier rüber gehen. Schön, dass wir mal einen offensiveren Gegner haben. Der schneller versucht, was zu erreichen hier. Finde ich gut. So, scout mal ein bisschen. Ich glaube, er ist hier drüben. Ich nehme es wirklich stark an, dass er da drin ist. So, schicken wir euch mal hier rüber, bitte. Ja, gefunden. Da drüben ist er. Gut zu wissen. Greifen wir schon mal an. Mit einer kleinen Schwadrone. Also eine Schwadrone mit einem kleinen Trupp hier drüben. Schicken wir euch mal rüber. Euch schicke ich mal auf die andere Seite hin. Nach hier. Genauso wie ich es mit dir machen werde. Okay. Du beschützt mir den mal hier drüben, bitte. Weiter. Die werde ich hier drüben ein bisschen scouten. Aber wir gehen da direkt hin. Super. Okay, wir brauchen einen Bot, der noch am Bauen ist. Ist wirklich noch einer am Leben hier? Das ist eine Schande. Der ist jetzt tot. Na super. Hauen wir mal schnell den hier mit rein. Super. Das ist echt ärgerlich. Da muss ich jetzt ein paar Bots bauen hier davon. Wieder. Schießt bitte nach hier und wir greifen jetzt hier an, bitte.
Der ist schnell, der Typ. Super, und der ist weg. Und Angriff. Rein mit euch. Bam, zerstört sie. Perfekt. Ja, wir haben doch noch ein paar Jets, das ist gut so. Oh, der baut jetzt hier schon... Der hat Minen gebaut. Okay, der ist flott. Der ist wirklich flott, der Typ. Okay, davon haben wir jetzt wieder einen. Du baust bitte weiter Metal Extractor. Das ist wichtig. So. Shit, das wollte ich nicht machen. Egal, mach die erstmal dort und danach überlegen, was wir danach machen. So, du baust jetzt mal bitte hier drüben ein bisschen hiervon Abwehr. So, mit dir greifen wir wieder an. Ich wette sehr stark, dass er da drüben auch wieder Minen baut. Der ist sehr defensiv, der Typ. Das müssen wir für uns nutzen. Schick mich mal hier rüber. Ja, da werden wir durchkommen. So, greifen wir drüben mal an. Super, okay. Da läuft es ganz gut. Hier drüben bauen wir jetzt einfach mal schnell Panzer, bitte. Continue Mode. Und du baust mir bitte Anti-Air. Und zwar hier drüben. So, von dir brauche ich jetzt aber auch keine hier mehr von. Brauche ich jetzt die hier. Die sind mir jetzt wieder wichtiger. Wir haben jetzt wieder genug zum Bauen. Euch schickt mir jetzt hier rein, bitte. So, los mit euch. Du kommst von hier drüben bitte rein. Ja, wir sehen es da drüben. Er hat Minen gebaut. So, zerstören wir sein Radar mal bitte. Jetzt kommen auch noch Panzer dazu. Das würde ihn vielleicht ein bisschen einlullen. So, rüber mit euch. Euch jetzt auch mal hin, bitte. Raider ist zerstört, super. Schicken wir euch mal wieder weiter hier. Ah, falsche Richtung. Die Panzer nehmen wir gleich mal mit hier drüben. Super, wir kriegen jetzt so ein bisschen wieder Kontrolle ins Spiel mit rein. Das ist gut. Euch bauen wir mal hier drüben auf, bitte. Das schicken wir jetzt mal hier hin. Von da drüben kommt man nicht rein, aber von da. Merken wir uns mal. Kommen wir von da hinten rein. Wird wahrscheinlich schon wieder die Dinger aufgebaut haben, die Minen hier. So, schicken wir euch wieder rein. Ah, der baut Artillerie. Gut zu wissen. Wir müssen jetzt schnell in Orbit gehen. Ich will aber nochmal kurz checken. Hat er jetzt schon irgendwie irgendwas in der Richtung gebaut hier? Richtung Orbit. Weil dann werde ich jetzt gleich in Orbit bauen. Dass ich mir dort einen Vorteil verschaffen kann. Nein, ich will euch haben hier. Baut mal bitte den Orbital Launcher. Ich baue mir da auf. Ich möchte nicht, dass er ansatzweise mal daran denkt, rüberzukommen. Es sieht aber nicht so aus, als hätte er schon was in der Richtung gebaut, weil dann könnte man da relativ schnell auch über den Orbit kommen. Versuchen wir uns da halt einen Vorteil zu verschaffen. Ah, da drüben baut er jetzt ein bisschen mehr. Merken wir uns mal. Holen wir uns mal ein paar Panzer hier rüber, bitte. So, du baust mir jetzt bitte Bomber. Der hat wirklich gedacht, dass ich anfangs mehr auf Bomber gehe. Hat er sich natürlich arg getäuscht. Gut, reden wir hier rüber. Oh, da kommt ganz schön viel gerade. Da kommt ganz schön viel gerade. Schicken wir euch mal darüber bitte. Und euch schicken wir trotzdem hier hinten rum. Ja, jetzt brauchen wir Bomber, definitiv. Wir können auch ein bisschen Lasergeschütze bauen hier, Laserabwehrgeschütze. Wer weiß zu kontern, der Typ. Ist schon mal schön, dass man einen besseren Gegner hat. Aber wir greifen jetzt mit dir mal hier drüben an, bitte. Unsere Air Factory hinten ist auch fertig. Bauen wir bitte auch noch Bomber. So, und du? Was baust du mir jetzt? Du baust bitte mal mehr Bot Factories. Ich möchte mehr von denen hier sehen. So, und da nochmal einen und hier nochmal einen und da nochmal einen, bitte. Okay, der will mal so ein bisschen zwischendurch provozieren. Gut zu wissen. So, jetzt kommen wir hier drüben an. Schicken wir euch mal rüber, bitte. Er hat mir doch schon ganz schön die Metallressourcen weg, aber gut. Wir bauen jetzt unseren Orbital Launcher. Setzen erstmal auf einen von denen. Hiervon bitte 3 Stück. Und von euch 5. So. Ah, gut zu wissen, dass er da drüben auch was baut in die Richtung. Der geht sehr auf defensive Strategien. Ich glaube, wir mit dem Orbit sind da ein ganz schönes Problem.
Oh shit, der ist schon im Orbit. Ha! Nicht schlecht. Glück gehabt, dass er jetzt nicht meinen Typen angreift. Der ist schneller als ich, der ist nicht blöd. Scheiße, ich muss einen Umbrella bauen. Kannst du einen bauen? Nee, kannst du nicht. Gut, dann bauen wir mir bitte einen Umbrella. Wo ist der denn jetzt hier? Nein, 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 da. Der greift da schon an. Alter, ist der flott. Ist der flott. Da habe ich ja schon fast keine Chance mehr. Krass. Der ist schnell. Und ich dachte schon, ich bin schnell mit dem Orbital Launcher. Müssen wir jetzt all seine Ressourcen eigentlich zerstören. Geh du mal rein und scout mal bitte für mich ein bisschen. Ist heftig. Boombox bauen wir mal bitte. Super. Ah, du bist noch nicht fertig hier. Shit. Bitte schnell rüber mit dir. Die sind schnell fertig, damit können wir schnell angreifen. Fuck, der baut das Ding noch kaputt. Nein, shit, ey. Ja, das Ding ist jetzt schon verloren, kann ich euch sagen, Leute. Wir können nicht mal einen Umbrella bauen. Der ist gut, der Typ. Der ist gut. Da haben wir keine Chance mehr, Leute. Das Ding ist verloren. Ich glaube, dann gebe ich auch an der Stelle auf hier. Ist aber nicht schlimm. Auf jeden Fall GG. Hat er gut gemacht. Ich weiß, wenn ich schachmatt gesetzt werde. Wir sehen es ja auch hier. Ich habe da keine Chance mehr. Und an der Stelle schreiben wir auch mal GG. Ich habe mich herausgefunden, wie man chattet, Leute. Endlich. Ja, man kann auch verlieren. Aber wir sehen immerhin jetzt schon an. Wir sind ein bisschen Silber. Eigentlich mal ganz gut zu wissen. Wir sind also nicht schlecht. Das ist gut, sehr gut zu wissen sogar. Wir haben jetzt auch eine neue Taktik gesehen. Wir wissen einfach mal, was er auch macht. Gut zu wissen. Und kann man hier irgendwie gucken? Wie feiner? Wie ist das? Ne, möchte ich eigentlich nicht wissen hier. Klaus, ich möchte eigentlich sehen, ob man... Da, Chronocam. Guck mal, was hat denn er hier gehabt? Der hatte Minen über Minen gebaut. Also eine sehr defensive Taktik, erstaunlicherweise. Der hat auch wirklich nur auf seinen Orbital Launcher gebaut. Es war schön, dass man eine neue Taktik sieht. Kann man sich mal darauf einstellen, auch nächstes Mal. Und ich dachte schon, ich wäre mit dem Orbit schnell. Hier drüben baut er Minen über Minen. Ich weiß noch nicht, was man gegen Minen machen kann. Eigentlich nur Selbstmordkommando, soweit ich weiß. Ach, shit, hier drüben. Das ist echt ärgerlich. Ja, ich konnte es auch nicht mal sehen. Oder? Habe ich das Ding gesehen? Ich weiß es nicht. Der ist sehr früh auf den Orbit gegangen. Aber gut. Wir haben uns gut geschlagen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer würde ich mir auch mal gerne eure Meinung sehen. Ich wäre darüber sehr froh und sehr stolz drauf. Tipps, Kritik und Anregungen sind immer erwünscht. Also schreibt es unten rein. Und ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr einfach mal einen Daumen nach oben gibt und ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat. In dem Sinne, Leute, verabschiede ich mich wieder von euch. Wir sehen uns beim nächsten Online-Battle von Planetary Annihilation wieder in der nächsten Woche. Ciao, bis zum nächsten Mal.